möchte reden. Ist es an? Ist es auch oben an? Ja. Okay. Ist es automatisch oder auf Autofokus? Okay. Bin ich scharf? Ich bin so scharf. So scharf. Wow. Jetzt ist es scharf. Oh Gott. Besser? Hat Ute alles eingestellt? Wir haben eine funktionierende Kamera. Dank unserer neuen Mitarbeiterin, die ihr gleich sehen werdet. Es hat geklappt. Lauri ist gerade so oh gemacht. Ja, ich sehe jede einzelne Falte von dir. Also zu diesem Kommentar von unserem Kameramann. Der Botox-Termin ist in 2 Wochen, dann siehst du keine Falte mehr. Es ist nur was dazwischen gekommen, das nennt sich Ostern. Also, meine Lieben, wir halten uns hier an alle Bedingungen. Natürlich nicht, wenn wir 6 Meter weit auseinander sind. Heute ist ein wichtiger Tag, ihr seid tatsächlich live dabei, was ich sehr, sehr cool finde. Hör jetzt auf, die ganze Zeit Gras zu sagen, wenn du meine Falten so riechst. Nein, nein. Unser Kameramann ist abgelenkt wegen der Schärfe des Bildes. Ein ganz besonderer Tag, denn heute ist von Chris sitzt alleine hier im Büro und spricht mit sich selber auf. Chris sitzt alleine im Büro, aber nicht so richtig und spricht zwar mit sich selber, aber wir haben Mitarbeiterin hier. Wie gesagt, ihr werdet sie gleich sehen, wir machen gleich Trommelwirbel und so. Ja, ist sehr, sehr spannend, weil wir haben ja schon mehrere Mitarbeiter. Wir arbeiten mit Festangestellten, mit Freelancern. Aber es war alles nicht so, hey, wir haben jetzt ein Büro und hier ist Leben. Sondern es war eher so wie, wir machen eine Videokonferenz und wenn ich die Videokonferenz ausschalte, ist das Leben auch erstmal vorbei. Und das ist sehr, sehr cool. Deswegen heute für euch das Thema, es hat jemand geklingelt, das sind meine Kinder, für euch das Thema, wie läuft bei uns eine Einarbeitung ab, wie läuft bei uns eine, oder wie lief die Begrüßung ab, was machen wir in unserem Company Manual, das werdet ihr alles ein bisschen zum Teil sehen und warum gibt es ein Company Manual und was ist das überhaupt. Und ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen. Das Erste, ich mache das ja jetzt das erste Mal, ne? Deswegen, das Erste war tatsächlich, dass ich Blumen bestellt habe. Weil ich fand das immer so schön bei meiner Arbeit. Da seht ihr die hübschen Blumen? Die seht ihr gleich noch. Blumen bestellt haben. Wir haben ein kleines Mini-Willkommenspaket gemacht, wo so Notizbücher und sowas sind. Das kriegen tatsächlich auch alle unsere Mitarbeiter, aber es wird normalerweise einfach rausgeschickt und ist nicht hier vor Ort. Was haben wir noch gemacht? Kurze Besprechungen. Verträge unterzeichnet. Wir haben zum Beispiel, oh, das ist vielleicht noch interessant, wir haben Verträge zu den Kameras, also dass man unterschreiben muss und zustimmen muss, dass hier eigentlich alles aufgenommen wird. Ihr seht das, wir haben hier eine Kamera, wir haben also wirklich in den Büroräumen Kameras, das ist nicht unbedingt üblich, bei uns allerdings schon Sicherheitsgeschichten, aber auch eventuell können wir irgendwas mal reinschneiden für ein YouTube-Video-Geschichten. Wir haben unterzeichnen lassen, dass wir mit Google arbeiten, wo unsere ganzen Daten abgespeichert sind. Wir haben Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen lassen. Und tatsächlich eine Sache, die ich vor kurzem erst angefangen habe, das heißt vor kurzem ist schon seit einem Jahr, aber ich habe schon mehrere Leute mit mir arbeiten lassen, bevor ich das eingeführt habe, war, dass unsere Werte unterzeichnet werden. Das heißt, alle unsere Firmenwerte, die werden nochmal unterzeichnet. Einfach damit wir da auch, ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach ein schöner Flair, dass man einfach immer nochmal unterschreibt, okay, ich stehe dazu und so möchte ich auch arbeiten. Genau, dann ist der nächste Schritt nach einem normalen Willkommenstag. Man muss in dem Fall dazu sagen, dass unsere neue Mitarbeiterin, ich freue mich, dass ich endlich mal den Namen sagen darf, du musst dich nämlich gleich selbst kurz vorstellen. Da haben wir auch schon mehr über dieses Thema gesprochen und sie war schon sehr, sage ich mal, relativ tief in der Firma von der Materie her drin, dass wir jetzt nicht den kompletten neuen Plan am ersten Tag machen mussten. Aber dennoch gibt es ein Tag Einarbeitung, dann gibt es eine 30 und einen 60 und einen 90 Tage Plan. Und wie das alles abläuft, zeigen wir euch später in dem Company Manual, was wir virtuell digital aufsetzen, damit das in Zukunft auch alle anderen Mitarbeiter sofort verstehen. So, Trommelwirbel, 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 tada! Das ist Ute. Hallo. Und Ute kümmert sich bei uns um unsere Kunden. Das heißt, sie wird in der Perspektive, das ist eine gute B-Roll drauf. Ich muss jetzt hier, sorry, wir müssen jetzt die Abstandsregelung hier einhalten. Also Abstand haben wir eingehalten. Wird in Zukunft das Client Success Department bei uns übernehmen. Natürlich wirklich in Zukunft. Wir haben eine ganz entspannte Einarbeitung, weil Client Success Department ist das allerwichtigste Department, was wirklich bei uns ist, weil es natürlich, kannst du mich eigentlich so hören? Da haben wir gleich sehen. Ich hoffe, ihr hört mich da. Weil es das wichtigste Department bei uns in der Firma ist, weil es natürlich um unsere Kunden geht. Ne? Und das heißt, das ist eine Einarbeitung, die wirklich lange sein kann. Aber Ziel ist, dass sie das komplette Department übernimmt und unter sich teilweise dann auch unsere Community Managerin hat und unsere Coaches. Also eine sehr verantwortungsvolle Position. Ich hoffe, der Druck kommt auch direkt jetzt gerade rüber, dass du weißt, was auf dich zukommt. Genau.
Was haben wir noch? Teil unseres Onboardings oder Teil unserer Ausstattung in einer Führungsrolle, muss man dazu sagen, ist ein PC. Dieser großartige Bildschirm, wo ihr schon ungefähr 400.000 Mal gesehen habt, wie lange ich gebraucht habe, um den zu finden. Ein paar Blümchen, das ist übrigens, wo man das später reinfährt. Dann kannst du es, glaube ich, am besten mitnehmen, weil wir sind jetzt kurz vor Ostern. Es wäre schade, wenn die einfach hier stehen. Okay, dafür nicht. Und was ist noch Teil der? Ja, das hier, genau, diese paar, halt so ein paar. Das ist ja nicht mal Merch, aber ein paar Arbeitsutensilien. Und Uta hat auch das größte Glück, dass sie das Telefon. Das Telefon. Das tatsächlich haben uns Leute gesagt, weil das unten in der Signatur drin steht, dass sie auch schon versucht haben, uns zu erreichen, wir noch nicht dran gehen. Also es kann tatsächlich sein, dass es ab und zu mal klingelt. Wie wir in der Situation dann damit umgehen, das finden wir dann raus. Vielleicht gehst du ran, ich habe keine Ahnung. Aber das Telefon. Das ist hier. Geh mal dran, ich bin sehr gespannt, was Sie sagen. Ich bin nicht gewöhnt, dass man telefoniert. Ja, genau, was haben wir noch? Jetzt müssen wir unsere, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Wir müssen ein bisschen unsere Snacks optimieren. Du musst mir sagen, was du gerne hättest. Ich habe meinen Lieblings-Notfall-Proteinriegel in den Schrank gelegt. Also es liegt jetzt ein Snack. Ein Snack? Oh, komm! Wir haben Spuren von Mitarbeitern gefunden. Ein Protein. Oh, lecker. Das sah lecker aus. Möchtest, aber sowas möchtest du? Die sind toll. Das ist immer mein Notfall, wenn ich Essen brauche und keins habe. Ja, aber du sollst mir auch sagen, was du sonst noch an Essen hier haben möchtest, dass ich das nachfüllen kann. Die sind mir viel zu teuer, dass du mir die alle kaufst. Ja, die kauf ich auch nicht ich, die kauft die Firma. Nein, aber wirklich, du musst... Also damit bist du, kann ich mir leisten, dass du die auch isst. Ich weiß nicht, ob das im Firmenbudget drin ist. Also das, die tägliche Ration unseres Werkstudenten, die tägliche, wäre das hier. Und dann beherrscht er sich schon. Also von daher, naja. Okay. Möchtest du auch ein Glücksgeld oder fünf Glücksgeld? Genau, und vom Ablauf her, wie gesagt, hatten wir heute Morgen schon getroffen, haben ein bisschen was besprochen, was wir jetzt alles machen. Wir versuchen ja ein bisschen die Aufgaben auch, sag ich mal, aufzuteilen, damit auch die Mitarbeiter, die nicht hier vor Ort sind, trotzdem die Mitarbeiter, die zukünftig hier vor Ort sein werden, kennenlernen. Das heißt, als ich mein Meeting heute Morgen hatte, hat Tine mit Ute so eine Mini-Einarbeitung gemacht in unseren ganzen Tools, dass wir alles nutzen. Wir arbeiten ja komplett virtuell, das heißt, alle unsere Tools lebt ja alles irgendwo in der Cloud. Das heißt, das ging super. Und danach haben wir einfach nur besprochen, weil wir haben jetzt einen Tag, wie gesagt, vor Ostern, dann ist erstmal ein langes Wochenende, dann geht es eigentlich auch erst richtig los, besprochen, was generell der Plan sein wird für die Einarbeitung. Wie gesagt, wir machen 30, 60, 90 Tage Pläne. Wir haben am Anfang immer Besprechungen jeden Montag im Teammeeting und am jeden Freitag einfach so ein bisschen, bei uns heißt das Pipeline-Meeting, einfach zu schauen, was ist in der Pipeline von dem jeweiligen Mitarbeiter, wie kommt er voran, was können wir machen, um bestmöglich zu unterstützen. Und nach jeden 30 Tagen ein Review-Meeting, wo wir wirklich ausführlich und zwar auch wirklich beidseitig, also was kann ich besser machen, damit der Mitarbeiter sich besser gehört, wertgeschätzt, unterstützt fühlt, genauso wie unsere Kunden auch. Und auch natürlich, was ist vielleicht für meine Erwartungshaltung, wo müssen wir noch drüber sprechen, wo müssen wir vielleicht nochmal irgendwie eine extra Einarbeitung reinpacken oder ja, das sind so ein bisschen die Themen. Und das versuche ich auch tatsächlich von Anfang an schon zu planen. Die Meetings auch schon zu planen, dass wir das auf jeden Fall drin haben und dann ist so eine rollierende Einarbeitung einfach mit den Aufgaben. Und dann frei nach dem Motto, Scherben bringen Glück. Ich darf nicht weinen, weil ich liebe dieses Ding, ich rede von meinem iMac. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ja, der hat einen kleinen Schönheitsfehler bekommen, während der Hund sich im LAN-Kabel verhangen, wie man das verheddert hat und das Ding runtergerissen hat. Und natürlich ist es dann hinten auf den Blumentopf geknallt und jetzt haben wir hier... Ich will es gar nicht anfassen, weil ich bin froh, dass er noch geht. Und die Versicherung wird das hoffentlich auch alles managen, aber ich habe die ganze Zeit die Angst, wenn so ein kleines Schärbchen dann wirklich nur in die... ein Stückchen und runter alles so schwarz wird. Aber ja, ich bin keiner, der sich aufregt, wenn Sachen passiert sind, aber das tut natürlich schon irgendwie weh, weil ihr es nachvollziehen könnt. Aber deswegen, Scherben bringen Glück. Mir fällt gerade auf, wo sind denn die Scherben, die hier eigentlich rausgefallen sind? Aber die werden wir dann irgendwann finden. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir bisher gemacht haben. Vom Ablauf her, es sind insgesamt 7 Designs, die ich haben möchte. Aber natürlich möchte ich erstmal schauen, wie sieht so ein Pin überhaupt aus. Ne? Natürlich bei mir Gold, Mint, meine Töne kennt ihr. Aber wie gefällt mir das überhaupt? Sieht das hübsch aus? Ne? Kann man damit, also kann ich das wirklich gern, kann ich das verschicken oder muss ich nochmal anderen Lieferanten haben? Und das, das könnt ihr euch zeigen, ist das erste Design.
wie gesagt, ich habe alles selbst designt. Ich bin sehr gespannt, wie es in live aussieht, aber ja, ihr kennt mich ja. Wir haben ja jetzt so ein bisschen, da seid ihr sehr darauf angesprungen, dieses Online-Empire. Deswegen Building My Online Empire, Building Online Empires. Und dann ist das hier sozusagen der erste Meilenstein-Pin. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, also wir wissen für diesen Pin noch nicht wirklich, wann der rausgeschickt wird. Weil theoretisch kann man das für jedes Event nutzen, für jeden Meilenstein. Und ich finde, vielleicht ist es sogar der erste Meilenstein, dass man überhaupt erst Mitglied wird. Alles, was jetzt so in diesem nicht so hübschen Gelbton ist, wird Gold später werden. Seht ihr hier auch. Das hier ist dieser Mintton, den wir immer überall nehmen. Sollte der gleiche sein, wie der hier im Hintergrund ist. Ich hoffe, also ich bin echt gespannt, wie es auf dem Pin aussieht. Dann ist hier hinten noch ein Mipreneur drin graviert. Alles soll wirklich in Gold sein. Dann ist hier hinten noch so dieser, weiß ich nicht, wie das heißt, aber diese Verbindung, dass man das irgendwo dran pinnen kann. Also wenn ich in Zukunft mit 1000 Pins rumlaufe, wo immer irgendwelche Motto draufstehen, wisst ihr, warum das der Fall ist. Ich finde das cool. Findest du das auch cool? Schärfe nach einem durchzechten Arbeitstag. Ich bin mal sehr gespannt. Lasst mich mal wissen, seht ihr einen Unterschied in der Videoqualität? Falls ich es nicht so stark nachbearbeitet habe und ich es nicht ertragen konnte, dann schreibt mal in die Kommentare ein Ja. Und ihr seht schon im Hintergrund, ihr hört schon die Kids. Das heißt, unsere Arbeitszeit ist bald vorbei. Was wir jetzt machen als nächsten Schritt ist, dass wir unser Company Menu nochmal anschauen. Das lebt bei uns alles in Notion, zumindest aktuell. Mal gucken, wie das langfristig sein wird. Und hier möchten wir, ihr könnt mal kurz rüberschauen, so für den ersten Schritt ist es noch nicht ansatzweise fertig, die Bilder sind alles noch nicht corporate designed, ne? Aber das soll dazu da sein, dass die Mitarbeiter eigentlich wissen, wie alles bei uns läuft. Hier ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist noch nicht final, der Überblick, wie unsere Firma ist. Und dann kommt jetzt hier sind überall nur Dollarzeichen, das finde ich zwar cool, aber das wird noch ein bisschen geändert. Hier noch ein paar Sachen rein, was für Büroregeln es gibt, generelles. Natürlich, wenn jemand startet. Leitfaden sind auch solche Sachen, wo man alles findet bei uns. Wo wir herkommen, ist ein bisschen die Geschichte. Warum die Gründerin schläft, ist jetzt einfach mal drin. Aber hier kommt eigentlich die Story von mir, so ein bisschen unser Produktspektrum, Konkurrenz, alles Mögliche. Und dann aber auch, also das ist das Onboarding, dann gibt es das Employee Handbook, also den Teil. Und dann unsere Kultur, auch was man, ne, Policies. Also das soll eigentlich alles drin sein, was in irgendeiner Weise unsere Mitarbeiter als Frage haben, und damit sie da reingehen können, da sehen sie alles, da haben sie alle Informationen. Und das ist momentan ein noch nicht vorhandenes Dokument, soll in Zukunft aber ein lebendes Dokument sein, was mit jedem Mitarbeiter sozusagen auch erweitert wird, ergänzt wird. Und wir werden es jetzt erstmal aufsetzen, sodass ich damit happy bin für den aktuellen Stand, wo wir auch unsere Pakete, was ist, wenn jemand Geburtstag hat, was ist, wenn jemand Mama wird, das kommt alles da rein. Und ja, mal schauen, ob ich euch dann vielleicht sogar ein paar mehr Einblicke in den nächsten perspektivisch 5 bis 6 Videos zeigen kann. Beim nächsten Video, mal schauen, über was wir reden. Ich glaube, da gibt es tatsächlich so einen wirklich Daily Business Chaos Vlog, was hier alles passiert. Behind the scenes. Bis zum nächsten Mal.